die PKK angeht, die ist zum Beispiel in meinem Land Deutschland seit vielen Jahren verboten. Warum schwingen dann noch weiter die PKK-Flagge in Deutschland? Ich glaube, dass wir Europäer, auch die Deutschen, auch die NATO, von sozusagen dem Wissen der Türkei über die Region profitieren kann. Vorsitzender der Atlantikbrücke und ehemaliger Bundesaußenminister Herr Sigmar Gabriel, herzlich willkommen. Vielen Dank. Die erste Großveranstaltung während der Pandemie oder nach der Pandemie, wie haben Sie es gefunden? Also ich glaube, es gab keinen besseren Zeitpunkt, als jetzt nach Antalya einzuladen, weil sich viele auch in der internationalen Politik danach sehnen, sich wieder sozusagen persönlich zu begegnen. Und ich finde, das ist ein großartiges Forum. Also man kann Mevlüt Çavuşoğlu nur gratulieren. Sie haben eine enge Beziehung zum Herrn Çavuşoğlu. Er war vor kurzem in Berlin. Sie hatten ein bilaterales Gespräch und vor der Sendung hatten Sie auch ein bilaterales Gespräch. Was waren die Main Topics? Also wir haben ja sozusagen zwei unterschiedliche Beziehungsebenen. Wir haben natürlich, reden über Politik natürlich, aber wir haben inzwischen auch ein privat-freundschaftliches Verhältnis. Insofern spielt immer beides eine Rolle. Und hier sind die großen Themen, liegen ja auf der Hand, wie entwickelt sich das transatlantische Verhältnis, was passiert im Nahen Osten. Da gibt es große gemeinsame Interessen. Wir haben demnächst die Libyen-Konferenz, an der Mevlüt auch teilnehmen wird. Die Türkei ist einfach ein enorm wichtiges Land in all diesen Themen. Wie wichtig ist die Türkei für den Nahen Osten? Ich meine, gerade jetzt in einer Zeit, wo wir merken, dass Amerika sich zurückziehen wird, weil die Vereinigten Staaten stärker auf den Indo-Pazifik orientieren, weniger Präsenz hier im Nahen Osten haben werden, kommt auf die Türkei, glaube ich, viel Verantwortung zu. Denken Sie einfach nur mal an Afghanistan. Die Türkei kennt die Region gut. Sie hat exzellente diplomatische Beziehungen. Ich glaube, dass wir Europäer, auch die Deutschen, auch die NATO, von sozusagen dem Wissen der Türkei über die Region profitieren kann. In Ihrem Buch Mehr Mut, Aufbruch in ein neues Jahrzehnt schreiben Sie, ich zitiere, die Türkei zeigt in Syrien, dass wir Europäer schlicht und ergreifend zu vernachlässigen sind, wenn es um die Neuordnung dieses Landes geht. Und auch in allen anderen Brandherden des Nahen Ostens spielen wir Europäer keine oder nur eine Nebenrolle. Meine Frage ist, wie wichtig ist die Türkei angesichts dieser Entwicklungen für die EU? Und ich persönlich wäre froh, wenn die Europäer stärker selber etwas tun würden. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, die Türkei ist unser NATO-Partner. Das heißt, die Türkei ein Stück weit repräsentiert sie auch Europa in ihrem Handeln. Allerdings finde ich schon ein Problem, dass wir Europäer nicht einig genug sind. Denken Sie nur daran, dass die Amerikaner lange Zeit die YPG in Nordsyrien benutzt haben. Wir haben immer davor gewarnt. Wir haben gesagt, ihr könnt nicht eine PKK-Proxy-Organisation an der Grenze zur Türkei sozusagen züchten. Irgendwann kommt das zum Konflikt mit der Türkei. Wir wären froh gewesen, die Amerikaner hätten auf uns gehört. So ist es dann da zum Konflikt gekommen. Also die Türkei zu kennen, umgekehrt die Türkei einzubinden in das, was Europa und die NATO tun, das finde ich, liegt einfach auf der Hand. Die Türkei kämpft ja seit über 40 Jahren gegen die Terrororganisation PKK. Am 15. Juli 2016 gab es einen Putschversuch seitens der Terrororganisation FETÖ. Einerseits haben Anhänger dieser Organisationen jahrelang in EU-Staaten Unterschlupf gefunden. Auf der anderen Seite sagt die EU, die Türkei sei ein wichtiger Verbündeter. Was die PKK angeht, die ist zum Beispiel in meinem Land Deutschland seit vielen Jahren verboten. Übrigens nicht nur deshalb, was sie in der Türkei tut, sondern weil sie in Deutschland Schutzgelderpressung, Drogenhandel, in organisierte Kriminalität verwickelt ist. Das ist eine Organisation, die wir verboten haben. Warum schwingen dann noch weiter die PKK-Flagge in Deutschland? Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren, gerade auch mit Blick auf die Türkei, wesentlich härter zugegriffen. Oftmals ist die Polizei in der Situation, wann eskaliert die Sache mehr, wenn wir die fahren lassen oder wenn wir eingreifen. Trotzdem bin ich dafür, dass die deutsche Haltung klar sein muss. Man darf in Deutschland für die PKK keine Werbung betreiben. Wer das tut, macht sich strafbar. Wie wichtig ist der EU-Beitritt der Türkei? Ich glaube, wir alle sind uns darüber im Klaren, dass wir nicht über einen EU-Beitritt reden. Dass die Zeit, die sozusagen in den letzten Jahren verloren wurde, die werden wir nicht schnell aufholen. Ich finde, es gibt aber andere Dinge. Ich verstehe nicht, warum Europa nicht das Zollabkommen mit der Türkei modernisiert. Es ist übrigens auch im Interesse Europas. Ich glaube, dass es eine Menge Dinge zu tun gäbe, sozusagen, die wir machen können, ohne dass wir immer die Frage stellen, muss die Türkei jetzt Mitglied werden? Mir hat
haben türkische Politikerinnen und Politiker häufig schon gesagt, sie wissen auch, dass die Europäische Union de facto gar nicht aufnahmefähig ist. Selbst wenn morgen die Türkei die Kopenhagen-Kriterien alle erfüllt, hat die Europäische Union mehr mit sich selber zu tun. Aber es gibt eben viele andere Bereiche. Nochmal, die Modernisierung des Zollabkommens würde beiden Seiten helfen, wirtschaftlich der Türkei, aber auch Europa. Ich finde, das sollten wir endlich machen. Wir sind in der Sommersaison. Die Türkei ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. 2019, im Jahr vor der Pandemie, waren rund 5 Millionen deutsche Touristen in der Türkei und Sie sind ein absoluter Türkei-Kenner. Würden Sie den Deutschen den Urlaub in der Türkei gönnen? Was würden Sie da sagen? Ja, ich habe Ihnen immer gesagt, die Deutschen, die in die Türkei fahren, die sollen nicht nur an die türkische Riviera fahren. Dann sind sie nämlich gar nicht in der Türkei. Aber natürlich, ich selber mache Urlaub in der Türkei. Wir haben die nächsten Segeltour hier in der Türkei schon geplant. Das ist ein wunderbares, gastfreundliches Land. Und ich weiß auch, wie sehr Menschen in der Türkei gelitten haben in der Pandemie, weil der Tourismus eben eine wichtige Erwerbsquelle ist. Und das sind oft kleine Unternehmen. Das sind ja nicht die großen Hotels, sondern die kleinen Restaurants, die kleinen Cafés, die die Touristen brauchen. Ich hoffe, dass sie jetzt schnell wieder kommen. Und wir haben die Wahlen in Deutschland im Herbst. Gibt es einen politischen Comeback von Ihrer Seite? Da müssen Sie mit meiner Frau drüber diskutieren. Die ist strikt dagegen. Ich glaube, worauf sich die Türkei verlassen kann, ist, dass es in Deutschland keine 180-Grad-Wenden in der Politik geben wird. Zum Beispiel jemand, der gute Chancen hat, Kanzler zu werden, Armin Laschet, ist in Deutschland eher für jemand bekannt, der die Nähe zu den türkischen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land sucht, der ein gutes Verhältnis zur Türkei hat, der Europaabgeordneter war. Also ich glaube, worauf sich die Türken verlassen können, ist, dass auch die nächste Regierung jedenfalls weiß, wie wichtig die Beziehungen zur Türkei sind. Vorsitzender der Atlantikbrücke und ehemaliger Bundeshaußenminister, Herr Sigmar Gabriel, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.